Hallo, herzlich willkommen zum neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Hast du beim Malen auch schon einmal Sorge gehabt, durch einen unglücklich gesetzten Schatten dein ganzes Aquarell zu ruinieren? Gut gemalte Schatten sind extrem wichtig, um lichtvolle Aquarelle zu malen. Und deshalb zeige ich dir in diesem Video heute die meiner Meinung nach drei wichtigsten Aspekte beim Malen von Schatten. Gute und stimmige Schatten im Aquarell zu malen, ist so eine Sache für sich. Beim Schattenmalen hat man, damit es leicht und locker aussieht, meist nur eine einzige Chance im Aquarell. Der Schatten sollte von Anfang an möglichst mit einem Farbauftrag gut auf dem Papier sitzen. Und da gibt es so ein paar Sachen zu beachten und die möchte ich gerne heute im Film mit dir Schritt für Schritt durchgehen. Der erste Aspekt ist der richtige Tonwert im Schatten, das heißt möglichst die Grauwertstufe der Farbe sofort richtig zu erwischen, wenn du den Schatten malst. Man kann selbstverständlich bei Schatten mehrere Lasuren übereinander legen. Es ist aber so, dass die Frische und Spontanität der Aquarellfarbe am besten zum Tragen kommt, wenn wir so wenig Farbaufträge wie möglich benötigen. Und gerade bei den dunklen Schattenfarben ist es besonders schön, wenn die darunterliegende Farbe noch hervorleuchten kann. Wenn du aber 4, 5, 6 Mal übereinander schichtest, wird der Farbauftrag immer fester und undurchscheinender. Und dadurch verliert das Aquarell seine Frische. Daher das erste Augenmerk auf den richtigen Tonwert. Das zweite beim Schatten ist natürlich ganz extrem wichtig, die Farbe. Und hier werde ich dir im zweiten Teil des Videos ein wenig mehr dazu erzählen. Der dritte Aspekt ist meiner Meinung nach sehr wichtig und wird ganz häufig in den Aquarellen vernachlässigt. Du kannst einmal einen Blinzeltest machen, das heißt, du würdest beim Betrachten eines Motives, eines Fotos oder wenn du plein air vor einem Objekt sitzt, die Augen so stark zusammenkneifen, dass du durchs Blinzeln wirklich nur noch wenige Detailinformationen erhältst. Alles, was beim Blinzeltest verschwindet und nicht mehr sichtbar ist, kannst du im Grunde genommen den Schattenbereichen zuordnen. Und hier wäre es ratsam, die Konturen beim Aquarellmalen aufzulösen. Wie das geht und wie du es machen kannst, verrate ich dir im dritten Teil des Films. Heute gibt es im Anschluss dieses Films für die Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt noch einen kleinen zusätzlichen Bonusfilm. Ich male Schritt für Schritt dieses Büchermotiv. Und werde an diesem Beispiel noch einmal Licht und Schatten, die Farbigkeit der Schatten und vor allen Dingen die verlorenen und gefundenen Kanten hier in diesem Bereich, die verschwommenen Bereiche im Schatten und die lichten Bereiche mit den harten Kanten, all das werde ich noch einmal genauer erklären. Und diesen kleinen Bonusfilm gibt es für die Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt. Wenn du dabei sein möchtest, dann schau bitte unter dem Video, dort findest du den Link zu meiner Unterstützung via Steady. Und vielleicht bist du dann ja auch dabei. Es würde mich freuen. Nun aber geht's los mit dem Malen. Viel Spaß dabei! Die Materialien, die ihr braucht, um dieses Übungsblatt zu erstellen, sind folgende Farben: Indischgelb und Chinakedonrot von Schminke, Neutraltinte, cadmiumfreies Rot, cadmiumgelb, Alizarin-Karmesin, Windsor Violet und Viridiangrün von Windsor & Newton. Ich habe gemalt auf einem Büttenpapier von Arche, 300 Gramm Grafin. Es würde sich hier aber auch ein einfacheres Aquarellpapier, welches auch nicht unbedingt Büttenqualität sein muss, eignen. Die beiden Pinsel sind aus meiner eigenen Kollektion ein Rotmalerpinsel in Größe 10 und ein synthetischer Pinsel Größe 6 und der Auswaschpinsel von Da Vinci in der Größe 10. Zu Beginn wollen wir einen Blick in einige meiner Skizzenbücher werfen und hier die unterschiedlichen Aspekte der Schattensetzung schon einmal betrachten. Dieses kleine Aquarell hier ist in Lüneburg entstanden und hier können wir im Bild schon ganz gut sehen, wie die Schattenfarben wirklich mit einem Farbauftrag gemalt wurden. Hier beim vorderen Schatten variiert die Farbigkeit von Violett ins Sienna gebrannt und an dieser Stelle seht ihr auch die aufgelösten Konturen im schattigen Bereich. Bei diesem Beispiel seht ihr auch hier im schattigen Bereich, wie die Konturen des Stuhls mit dem Hintergrund verschmelzen. Bei solch einer großen dunklen Fläche im Hintergrund sollte der Tonwert möglichst von Anfang an sehr kräftig und dunkel sein. Hier brauche ich also viel Farbe und viel Mut, um wirklich von Anfang an sehr dunkel zu malen. Bei dieser Skizze,
die auf dem Kirchhof von Niblum auf Föhr entstanden ist, ist ganz schön zu sehen, wie der Schatten auf der Hauswand so dünn aufgetragen wurde, dass die darunterliegende Farbe noch hindurchscheinen kann. Beim Grabstein selbst verschmelzen der Eigenschatten des Steins und der Schlagschatten miteinander, sodass man hier keine genauen Konturen mehr erkennt. Hier bei diesem Tonwertbild, welches nur mit zwei Farben gemalt ist, seht ihr auch das Verschwimmen der Konturen im schattigen Bereich. Über den Blinzeltest, mit dem man entscheiden kann, welche Bereiche nass in nass gemalt werden können und somit verschmelzen können, werde ich später im Video noch genauer sprechen. Hier als letztes Beispiel aus meinen Skizzenbüchern ein gemaltes Bild von der Hitzlerwerft in Lauenburg. Auch hier sehen wir wieder die farbliche Variation im Schatten, von Blau nach Braun. Wir sehen die Verbindung zwischen dem Eigenschatten und dem Schlagschatten und ihr seht, wie kräftig hier vorne mit mutigen Strichen der dunkle Schatten aufgesetzt wurde. Wir beginnen jetzt mit dem ersten wichtigen Aspekt des Schattenmalens in unserem Beispielobjekt, diesem einfachen geometrischen Würfel. Ich lege zunächst einmal die vier Tonwertstufen fest, in denen ich jetzt arbeiten möchte. Das ist die hellste Tonwertstufe. Ich verwende die Farbe Neutraltinte hier mit sehr viel Wasser für den Lichtbereich des Würfels. Etwas mehr Pigment in der Mischung ergibt die zweite Tonwertstufe für die Eigenfarbe des Würfels. Dieser Bereich befindet sich an der oberen Fläche des Würfels, dort, wo das Licht zwar noch hinkommt, aber die Farbe des Würfels nicht mehr extrem aufgehellt wird. Das dritte Fach beschreibt die Schattenfarbe des Würfels und das vierte Fach mit der sehr dunklen Farbe ergibt später den Schlagschatten unter dem Würfel. Ich beginne, die Lichtseite mit einer sehr wässrigen Farbmischung auszufüllen. Bei diesem kleinen Würfel zeige ich euch noch eine zweite Art, Schatten zu malen. Ich werde hier verschiedene Schichten übereinander lasieren. Dieser Ansatz des Übereinanderschichtens funktioniert auch gut. Es ist nur so, dass bei jeder neuen Schicht die Transparenz und Frische der Aquarellfarbe leidet. Und deshalb versuche ich bei Würfel Nummer 1 auf der linken Seite den richtigen Tonwert für die Schatten sofort im ersten Farbauftrag genau zu erwischen. So muss ich nicht schichten und das Ergebnis wird malerischer und leuchtender ausfallen. Weiter geht es also mit der zweiten Fläche des Würfels in der zweiten Tonwertstufe. Hier schauen wir zwischendurch noch einmal auf unser Referenzfoto. Wir sehen deutlich, im linken vorderen Bereich ist die Lichtfläche und auf der Oberseite des Würfels findet sich die etwas dunklere Eigenfarbe des Objekts. Bei Würfel Nummer 2 lasiere ich sämtliche Bereiche des Würfels über und spare dabei nur die Lichtfläche aus. Die dritte Tonwertstufe beschreibt die Eigenschattenfarbe des Objekts und hier geht es darum, die Farbe so gut anzumischen, dass im ersten Versuch der richtige Tonwert getroffen wird. Den Schlagschatten in Tonwertstufe 4 füge ich hier gleich mit an. Über die weichen Ränder, die zwischen den beiden Schattenbereichen entstehen, sprechen wir im dritten Teil des Videos noch einmal genauer. Zum Rand hin wird der Schlagschatten mit etwas Wasser angelöst. Beim kleineren Würfel schichte ich jetzt die Schattenfarbe über den schon vorhandenen Farbauftrag. An dieser schattigen Seite des Würfels ist jetzt also schon der dritte Farbauftrag auf dem Blatt und das Papierweiß leuchtet jetzt dementsprechend nicht mehr unter der Farbe hervor. Wenn wir beide Würfel miteinander vergleichen, können wir sagen, dass beides gut funktioniert,
aber im ersten Würfel meiner Meinung nach die Leuchtkraft des Aquarells deutlich besser zu sehen ist als in der zweiten geschichteten Version. Die zweite wichtige Säule beim Malen von Schatten ist natürlich die Schattenfarbe. Hier sehen wir kurz unser Referenzfoto. Der Würfel ist jetzt nicht mehr in Schwarz-Weiß zu sehen, sondern in einer schön leuchtenden gelben Farbe. Wir haben hier wieder links die Lichtseite, die ich mit einer sehr wässrigen Lasur aus Cadmiumgelb und Indischgelb anlege. Bevor ich mit den nächsten Flächen weitermache, überlege ich mir hier in den kleinen Kästchen zunächst, welche Farben ich für die schattigen Bereiche verwenden könnte. Die Eigenfarbe des Würfels wieder oben auf der Fläche male ich mit den gleichen Farben wie die Lichtseite, also mit Indischgelb und Cadmiumgelb, jedoch in einer stärkeren Pigmentkonzentration. Für die Schattenseite des Würfels, hier im dritten Feld zu sehen, verwende ich auch wieder Indischgelb und Cadmiumgelb und mische hier aber etwas lichter Ocker mit hinein. Für den Schlagschatten brauche ich eine noch dunklere Version und hier arbeite ich mit der komplementären Farbe von Gelb. Ich setze in die cremige Gelb-Ocker-Mischung etwas Windsor Violet mit dazu. Jetzt übertragen wir die Farbmischungen auf den Würfel. Indischgelb und Cadmiumgelb für die Eigenfarbe des Objekts. Etwas lichter Ocker dazu für die Schattenfarbe. Und für den Schlagschatten die Mischung mit Windsor Violet. Zum Rand hin löse ich den Schlagschatten wieder mit etwas Wasser auf. Hier rechts zeige ich dir das gleiche Prinzip noch einmal an einer Zitrone. Ich beginne wieder mit einer sehr wässrigen gelben Mischung und füge im mittleren Bereich lichter Ocker hinein und setze dann mit Windsor Violet den Schlagschatten. Den dunklen Akzent direkt unter der Zitrone füge ich mit einer sehr cremigen Mischung aus Violett und Ocker an. Der dritte und mir wirklich wichtige Tipp fürs Schattenmalen betrifft die Konturen oder die Ränder der Schatten. Im Englischen gibt es das schöne Wort Edges dafür und es geht im Grunde genommen darum, immer im schattigen Bereich Formen aufzulösen und Konturen verschwimmen zu lassen. Hier habe ich mir nun zwei Bauklötze aufgebaut und bei diesem kleinen Stillleben haben wir schon eine gute Licht- und Schattenverteilung, die es uns im schattigen Bereich erlaubt, mit weichen Konturen zu arbeiten. Das Licht kommt diesmal eher von oben, sodass die hellsten Bereiche auf den beiden Bauklötzen die oberen Flächen sind. Versuch nun einmal den Blinzeltest zu machen. Alles, was du beim Zukneifen der Augen nicht mehr genau erkennen kannst, fällt in den Schattenbereich und sollte mit weichen Rändern gemalt werden. Hier oben im Lichtbereich zwischen beiden Bauklötzen arbeite ich mit scharfen Kanten und großen Tonwertunterschieden. Ich arbeite jetzt mit den beden Farben Viridiangrün oder auch Phthalogrün oder Chromoxidfeurig und einem Cadmiumrot mit einem Hauch Chinacridonrot darin. Die Cadmiumfarben neigen dazu, wenn man sie sehr hell verwendet, stumpf zu erscheinen und durch das Chinacridonrot behält die Farbe ihre Leuchtkraft auch in den hellen Bereichen bei. Dies sind jetzt zwei Komplementärfarben. Zum Grün kommt noch etwas Gelb hinzu und zum Rot später etwas Alizarin-Karmesin. Hier trage ich in die Skizze noch einmal die schattigen Bereiche ein und wir sehen jetzt ganz gut, dass dieser gesamte Bereich mit weichen Kanten ineinander übergehen kann. Im Gegensatz dazu hat dieser Bereich, wo das Licht die Oberfläche des einen Bauklotzes trifft, scharfe Kanten und einen großen Tonwertsprung. Wenn dir diese verschiedenen Kanten und/oder Konturen
überzeugend gelingen, hast du in dem Bereich, wo die Tonwertstufen aufeinanderprallen, auf alle Fälle einen überzeugenden Bildfokus geschaffen. Ich beginne mit dem hellroten Farbauftrag aus Cadmiumrot und Chinacridonrot und viel Wasser. Dies ist die Lichtfarbe für unser erstes Objekt. Hier unten zeige ich dir in den kleinen Fächern jetzt noch einmal, welche Farben ich weiter verwenden möchte. Die Lichtfarbe ist, wie schon gesagt, Cadmiumrot und Chinacridon. Die Schattenfarbe des roten Klotzes besteht aus den beiden vorherigen roten Farben und Alizerin-Karmesin. Die Cremigkeit der Mischung wird sich, je dunkler die Farbe werden soll, natürlich erhöhen. Für den Schattenbereich und den Schlagschatten setze ich in die rote Mischung Viridiangrün hinein. Ich arbeite hier also wieder mit der Komplementärfarbe. Somit erhalte ich eine schöne Schattenfarbe. Im Bereich des Eigenschattens, also auf dem Objekt selbst, wird das Rot überwiegen und im Bereich des Schlagschattens wird das Grün etwas überwiegen. Für den grünen Würfel arbeite ich mit einer relativ kühlen Lichtfarbe aus Viridiangrün und ein wenig Indischgelb und wieder viel Wasser. Die Eigenfarbe, hier links auf dem grünen Klotz, besteht aus der gleichen Mischung mit etwas mehr Gelb darin, so dass die Farbe jetzt etwas wärmer erscheint. Das schattige Grün mische ich mir mit den vorangegangenen Farben und etwas Alizerin-Karmesin. Der Plan ist jetzt, beide Objekte zunächst im lichten Bereich zu malen. Die schattigen Seiten der beiden Klötze werde ich in einem Zug malen, sodass sie dann weich ineinander übergehen können. Die Lichtseite des Würfels haben wir schon, jetzt geht es also weiter mit der Eigenfarbe aus Cadmiumrot, Chinacridonrot und einer Spur Alizerin-Karmesin. Auch hier ist es wieder wichtig, dass du mit einem Farbauftrag den richtigen Farbton erwischst. Es folgt der grüne Würfel mit den besprochenen Farbvariationen aus Viridiangrün und Indischgelb. Jetzt mischen wir die beiden Schattenfarben. Da ich ja beide Formen hier miteinander verschmelzen lassen möchte, muss ich jetzt zügig arbeiten. Ich male also zunächst einmal den grünen Klotz mit meinen Grünmischungen und etwas Rot darin. Im unteren Bereich wird der Ton etwas dunkler und es kommt etwas mehr Rot in die Mischung. Hier sehen wir jetzt schon sehr schön, wie das dunkle Grün auf das helle Rot trifft und so einen großen Tonwertsprung kreiert. In die grüne Farbpfütze kommt jetzt noch mehr Rot hinein und ich male die schattige Seite des roten Bauklotzes. Und hier seht ihr nun den entscheidenden Moment. Das Rot läuft in das Grün und beide Formen verschmelzen. Das gelingt natürlich nur, wenn man schnell genug arbeitet und beide Flächen noch feucht sind. Nun werden die Schlagschatten angefügt. Hier verwende ich jetzt wieder Rot und Grün in einer sehr starken Konzentration, sodass fast ein Schwarz entsteht. Ein klein wenig Rot setze ich noch in die feuchte Fläche für den Bereich der Lichtreflexion auf dem roten Würfel und ich kann auch mit dem Kunststoffpinsel einige Helligkeiten für die Reflexion wieder herausholen. Hier bei diesem kleinen Stillleben möchte ich jetzt noch einen Hintergrund setzen. Mit ihm werden wir die lichten Seiten der beiden Klötze wieder richtig zum Leuchten bringen. Ich mische mir also noch einmal meine fast schwarze Farbe aus Grün und Rot und fange jetzt direkt am Bildfokus, da wo sich die hellsten Stellen befinden, mit dem Hintergrund an. Ihr seht, es ist wenig Wasser in meiner Farbpfütze, sodass die Farbe wirklich kräftig und dunkel aufgetragen werden kann. Wir haben jetzt unser kleines Bild mit einer deutlichen Licht- und Schattensituation, mit weichen Verlaufskonturen im schattigen Bereich und ich finde, dadurch wirkt es besonders malerisch.
Ich werde nun das Arbeitsblatt noch vervollständigen und meine Buchstaben, die ich übrigens mit einer Schablone auftrage, mit Farbmischungen ausfüllen.